Hallo zusammen. Nachdem meine Gleisstopfmaschine von Lilliput sehr zufriedenstellend läuft, habe ich nun auch ein dementsprechendes Baustellenprogramm geschrieben. Das habe ich jetzt hier programmiert. Dabei gibt es einige Besonderheiten. Die Baustelle ist nicht nur auf der Bahn zu sehen, sondern auch in meiner Steuerung Windigbett 2012. Die Erklärung dazu, in grobe Schritte, wie sowas abläuft, habe ich ebenfalls mit eingefügt als Sounddateien, die natürlich auch zuvor erstellt werden mussten. Hier nun mal der Ablauf. Baustellenprogramm 3. Betra R6850-4912 Gleisstopfen. Nach der Betra wurde bereits der Streckengleis Uderborn-Budenheim sowie der Abschnitt im Bahnhof zwischen LS 1. Römisch 3 und Ausfahrsignal N1 gesperrt. Eine kurze Weile dauert es, dann wird auch der Zug gestartet. Aber er brauche den Befehl. Der Zug heißt Befehlsübermittlung mit folgendem Inhalt für die Sperrfahrt. Befehl 4. Gegengleisfahren zwischen Zugmeldestelle Budenheim und Zugmeldestelle Uderborn. Befehl 8. Der Bahnübergang in Kilometer 20,265 ist zu sichern. Weiterfahrt, wenn wir gesichert. Befehl 12. Fahren auf Sicht zwischen Zugmeldestelle Standort Budenheim und Zugmeldestelle Uderborn. Signal LS 1. Römisch 3. Grund 1. Gleis kann besetzt sein. Grund 3. Mehrere Sperrfahrten. Befehl 12.5. Personen im Gleis durch ZB1 sind zu warnen. Befehl 14. Fahrplanmitteilung Nummer 4711. Nachdem nun der Befehl übermittelt wurde, wird der Zug auch gestartet. Noch steht er hier, auch wenn das Zugnummernfeld hier oben bereits ausgeleuchtet ist. Der Zug heißt Sperrfahrt 1. Das SPK hier zwischendrin ist natürlich gesperrt, weil im Original der Streckenblock sonst durcheinander wäre, wenn man im Gegengleis da hineinfährt. Beobachten wir doch mal den Zug, was er auf der Bahn macht. Hier ist das Ausfahrsignal N1. Hier befindet sich das LS1. Römisch 3. Der Bahnübergang in 20,265. Und da ist eine Baustelle. Und hier ist die Sperrfahrt 1. Im Zuge der Baustelle finden hier irgendwelche Lade- oder Entlade-Vorgänge statt, was man jetzt gerade hört. Und nun wird es interessant. Die Sperrfahrt hat ihr den Befehl, den Bahnübergang selbst zu sichern. Theoretisch könnte man sie mit der Dauereinschalttaste auch einschalten, womit aber der Bahnübergang nicht technisch gesichert gilt. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, wenn der DF den Befehl 8 erhalten hat, dass man eben auch selbst sichert. Hierbei bleiben auch gegebenenfalls die Schrankenbeine oben. Nun sichert der TF den Bahnübergang selbst. Nun wird die Sperrfahrt in den Bahnhof hineingeholt.
zwischen den einzelnen Rangierbewegungen habe ich ein bisschen Zeit gelassen, damit das Ganze nicht so direkt aufeinander folgt und man das Ganze auch als Zuschauer verfolgen kann. Die zwei Weiße stehen. Und der SKL kann in den Bahnhof reinfahren. So, nun beobachten wir das hier mal auf dem Bildschirm. Sperrfahrt mit allen Fahrzeugen im Bahnhof Unterborn. Damit ist die Sperrfahrt beendet und er hat einen normalen Zugnamen wieder bekommen. Statt der Zugnummer nehme ich eben Zugnamen. Ist in der Steuerung halt einfach besser zu handeln. Anscheinend ist der Bahnübergang technisch gestört, weshalb er offen geblieben ist. Nun wird wohl die SKL-Mannschaft da noch etwas arbeiten gehen. Und wird aus diesem Grund ganz normal von N4 nach LSW 25, das ist das kleine Sperrsignal vor dem Bahnübergang links, hinfahren. Der Bahnübergang wird wieder aufgelöst. Wegen kurzfristiger Ladearbeiten wird das Gleis 2 des Bahnhof Ullerborn zwischen Signal ESIG-F und LSW 25 aus UV-Gründen gesperrt. Diese Meldung kam wieder automatisch. Anscheinend ist es doch ein anderes Problem. Schauen wir wieder auf unseren Bildschirm. So sieht das hier aus. Der SKL steht als normaler Zug quasi vor dem W25. Also keine Sperrfahrt mehr. Und hier unten steht noch die Stopfmaschine, die als nächstes in Aktion tritt. Befehlsübermittlung mit folgendem Inhalt für die Sperrfahrt. Befehl 4, Gegengleisfahren zwischen Zugmeldestelle Budenheim und Zugmeldestelle Ullerborn. Befehl 8, der Bahnübergang in Kilometer 20,265 ist zu sichern. Weiterfahrt, wenn wir übel sichern. Befehl 12, Fahren auf Sicht zwischen Zugmeldestelle Standort Budenheim und Zugmeldestelle Ullerborn. Signal LS 1. Römisch 3, Grund 1. Gleis kann besetzt sein, Grund 3, mehrere Sperrfahrten. Befehl 12.5, Personen im Gleis durch ZB1 sind zu warnen. Befehl 14, Fahrplanmitteilung Nummer 4711. Nachdem der Befehl übermittelt worden ist, bekommt er eine Ausfahrt. Ganz richtig dargestellt ist es nicht, denn eigentlich müsste hier ein ZS1 sein, aber das gibt es in WDP nicht. Wie man sieht, ist der Zug nun unterwegs. Hier kommt nun also die Sperrfahrt. Die Arbeitsscheinwerfer werden eingeschaltet und der Gleisstopf
Vorgang gestartet. So, wie wir uns erinnern, auch er hat den Befehl 8. Den Bahnübergang selbst zu sichern. Hiermit geschehen. Der SKL wird nun wieder als normale Rangierfahrt auf Gleis M4 fahren. Dieses Mal aber als normale Rangierfahrt, deswegen wird auch der Bahnübergang ganz normal gesichert. Die Fähigkeiten sind abgeschlossen. Der Grund für die UV-Sperrung ist damit entfallen und kann aufgehoben werden. Wieder eine automatische Meldung. Der Zug fährt jetzt wieder als normale Rangierfahrt bis vor das Signal ASIC N4. Und als nächstes kommt die Sperrfahrt in den Bahnhof. Sperrfahrt mit allen Fahrzeugen im Bahnhof Ullerborn. Damit wäre die Petra soweit beendet und es kommen wieder folgende automatische Meldungen.
Der 4-2-Sicherheitsbeauftragte meldet nun den Streckenabschnitt Ullerborn-Budenheim als befahrbar. Ebenso meldet er den Streckenabschnitt Gleis 1 zwischen LS 1. Römisch 3 und ASIG N 1 befahrbar. Der Fahrdienstleiter kann nun die Sperrung der beiden Gleisabschnitte vornehmen. Der 4-2-Sicherheitsbeauftragte beendet die Betra. Damit sind die Arbeiten eingestellt und der Regelbetrieb kann wieder aufgenommen werden. Bitte Vorsicht an Gleis 1, Zugdurchfahrt, bitte Vorsicht.